Lock, och, verarsch mich nicht. Och, Mann, ey. Oho. Lock, wie verschlossen. Ey, das ist doch mal... Ey, ich krieg das auch nicht zu fassen. Jetzt. Aber es ist hier schon weg. Lock. Da ist es offen. Tada. Und da drin ist... eine Spieldose Aschenputtel. Sehr schön. Echt... Boah, ey, das Gott, das ist so gemein, Silent Hill. Das ist wirklich unterste Schublade, ist das. So, und jetzt muss ich aber noch eine dritte finden, oder? Da waren ja, glaube ich, drei Einkerbungen. Na, wir gucken. Oh, Mann, ich erschrecke mich immer wieder von den Leichen. Alter, also hat noch jemand gerade ein Wimmern gehört, oder? Alter. Oh Gott. Was hat das Wimmern zu bedeuten gehabt? Vor allen Dingen, wer war das? Oh. So, ohne irgendwas sagt das gar nichts, aber wenn ich jetzt verwende, so, nein, und dann noch die da reinhau, hä? Okay, die kann ich nicht verwenden, dann ist es vielleicht die hier? Nein, ich... Ja, nein, ich möchte sie nicht spielen lassen, ich will hier das andere so hier verwenden. Ja. Warum kann ich dir denn nicht? Hä? Ich verstehe jetzt gerade gar nichts mehr. Nein. Nein. Oder muss ich vielleicht von der anderen Seite? Aha. Ach, warte mal. Nehmen. Nehmen. So. Also, Platz der Prinzessin, die vom Tod erwacht. Jetzt checken wir einmal. Tod erwacht ist... Aschenputtel? Ich habe keine Ahnung von Märchen darum. Also, ich muss erstmal Schneewittchen finden. Warte mal. Aber ich glaube, das ist schon mal richtig. Platz der Prinzessin, die kein Wort sprach. Das dürfen sie beide nicht sein. Und hier ist... Platz der Prinzessin, die um Mitternacht floh. Das ist... Ja, ach, ich wollte sie nicht spielen lassen. So, ganz links kommt Schneewittchen. Die ist ja, glaube ich, geflohen, hat dann die sieben Zwerge getroffen. Ich kenne mich nämlich richtig gut aus. So, in der Mitte ist Aschenputtel, Aschenbrödel, wer auch immer. Nein. Da nehmen wir jetzt Aschenputtel. Jetzt lassen wir mal spielen. Fehlt noch immer einer. Herrgott, noch mal eine fehlt, aber wo könnte die sein? Vor allen Dingen, die kein Wort sprach. Wer ist denn das? Kann mir mal einer sagen, bitte, welche Prinzessin kein Wort sprach? Die fällt mir nämlich nicht ein. Rezeption, da ist eine Tür. Habe ich gerade so auf der Karte gesehen, so ein Vorbeihuschen. Na, gucken wir uns mal an hier. Gehen wir mal zur Rezeption. Gehen wir mal zur Rezeption rein. Ich finde die Rezeption nicht schön. Also, was heißt nicht schön, aber irgendwie so deplatziert.
fände es ja schön, wenn irgendwo ein Fernseher ist, aber scheint nicht so zu sein. So, und Prinzessin, die gar nicht schlief? Hm. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Gucken wir mal, was ist denn da hinten überhaupt? Laundry Room. Geht's da noch irgendwie? Da will ich mal hin. Zum Wäscherei oder was auch immer. Da gehe ich jetzt mal hin, weil da sind Treppen und kann sein, dass ich da das erste Mal, als ich da langgelaufen bin, nicht boah, hier sind ja auch Leichen. Einmal gucken. Hä? Achso, das ist das, wo wir jetzt. Achso. Okay, ja, dann bin ich ja doch durch. Okay. Hätte ja sein können. Restaurant ist auch nichts mehr, da ist ja auch alles zu. Kann ich da vielleicht irgendwie in den Keller auf der Seite? Mal gucken, ob da irgendwie was ist. Hier kann ich nur nach unten. Hm. Was habe ich denn jetzt noch? Ich habe für 312. Dritte Etage. Da muss ich ja hin. Aber der ist halt der Riegel verschlossen. Da komme ich ja nicht hin. Fahrstuhl will ja, glaube ich, nicht so richtig. Der hat ja keinen Bock, der Fahrstuhl. Wie kommt. Ey, vielleicht ist es auch ganz einfach, ey. Und ich. Hier geht's noch nach unten. War ich da schon? Ich glaube nicht. Gucken wir mal. Doch. Da komme ich ja. Scheiße. Das ist auch doof. Gut, ich bleibe einmal kurz auf der Karte und trink mal ein Schluck, weil es ist wahnsinnig heiß. Ich werde dabei noch kurz labern. Ehe ich hier zur Flasche greife, ne, werde ich noch kurz labern. Ja, es ist ganz heiß. Und nee, es ist wirklich sehr warm. Heute gab es auch überall dazu noch Unwetterwarnungen. Bedeutet. Ja, was das bedeutet? Bedeutet, dass jetzt nach einem großen Gewitter Temperaturen von irgendwie 28 Grad. Ein bisschen runtergegangen sind, es ist kühl draußen, aber auch sehr, sehr schwül, beziehungsweise schwul, ja, also es ist sehr, sehr schwul. Das ist nicht so mein Lieblings, Begriff überhaupt, ne. Ich meine, ihr kennt das doch bestimmt, es ist unheimlich eklig, alles klebt und ihr wollt am liebsten alle 5 Sekunden duschen gehen. Genauso fühle ich mich gerade. Ich will alle 5 Sekunden duschen gehen. Aber für euch, ja, also für diese Fans, für das Fantum, mache ich das gerne. Er hat gerade auf irgendwas noch geguckt. Auf was hat er geguckt, wenn ich fragen darf? Er hat auf irgendwas geguckt. Ja! Ja, er hat nämlich auf irgendwas geguckt. Hier hängt ein. Oder ist vielleicht irgendwo noch was zu dunkel gewesen hier unten, dass ich vielleicht irgendwas gar nicht sehen konnte? Nee. Auch nicht. Da war die Bar. Oh, das ist doch alles zum Kotzen, finde ich. Hm. Kann ich eigentlich, wo bin ich denn jetzt? Achso, ich muss wieder nach oben. Okay. Irgendwo hier geht's ja bestimmt hoch. Nee. Wo geht's nach oben, verdammt? Hier. Kann ich eigentlich noch das Hotel verlassen? Geht das eigentlich noch?
kann ja sein, dass ich vielleicht... War das nicht draußen mit diesem... Mit Brunnen und dem Ganzen? Also ich... Der eine ging noch, der andere nicht, ne? Ich glaube, das war so. Ich höre... Oh, es ist nur das Meer, was so rauscht. Okay. Also, ich kann noch raus. Hier ist überall nichts. Da guckt James auf irgendwas. Was haben... Ach nee. Es ist ein Brunnen in der Gestalt eines Vogels. Im Moment kommt kein Wasser. Nicht der. Spieldose. Kleine Meerjungfrau. Und das ist dann bestimmt die. Hä, die nicht sprechen kann? Hä? Die kleine Ariel. Ja, genau. Sie kriegt doch Beine, glaube ich. Sie wird doch Mensch. Kann aber oberhalb nicht reden. Und ist stumm vor ihrem, ach so, geliebten Prinzen. Sehr geil, Leute. Aber auch schon wieder zum Kotzen, dass ich gleich am Anfang. Ich habe quasi, bevor ich dieses Kapitel und die Aufnahme und so weiter gemacht habe, schon einen Fehler gemacht. Habe ich nicht gesagt, dass ich mir eigentlich alles ganz genau angucken möchte? Scheiße. Sehr schön. Ja. Nein. Nein. Aber ich habe doch alle richtig gemacht, oder? Ganz links ist die, die um Mitternacht weglief. Das ist, glaube ich, Schneewittchen. Oder? Ja. Gucken wir mal nochmal. Platz der Prinzessin, die vom Tod... Also kann das gar nicht stimmen mit Schnee... Okay. Hä? Doch, na klar! Hä? Ich bin so verwirrt. Also wir können gerne auch einmal alles... umtauschen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das... irgendwie stimmt. Oder stimmt das jetzt? Ah! Wo war denn der Fehler? Ach, was weiß ich nicht. Oh, da ist, glaube ich, irgendwo ein Schlüssel. Auf einer Figur liegt ein... Da liegt ein Schlüssel auf der Figur. Schlüssel zur Hoteltreppe. Dim, 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 dim. Sehr geil. Das ist schöne Musik. Die möchte ich bitte für das ganze Spiel überhaben. Habe ich schon gesagt, dass ich gerade Minecraft spiele? Ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass ich auf keinen Fall niemals ein Minecraft-Let's Play mache. Aus dem ersten Grund, weil es da so viele von gibt. Aus dem zweiten Grund, weil... Also ich bin super kreativ und so, daran liegt es nicht. Aber das ist einfach nicht... Nee, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Nee, aber davon gibt es echt zu viele, das nützt mir schon nichts mehr. Minecraft Let's Play, das wäre Quatsch. So, jetzt kommen wir aber in die dritte Etage. Und ich glaube, das ist, die interessantere, Etage hier. So, dann gucken wir mal. Da sind nochmal Gänge. Und ich gucken wir mal, ob es noch eine vierte Etage gibt. Scheint nämlich nicht so. Okay, das ist dann die letzte, alles entscheidende Etage. Da komme ich nicht rein. Okay, und dann tatze ich mich jetzt hier vor. Ich glaube, das ist schon... Oh Gott, das ist schon der Raum, Alter. Oh Mann. Der Raum von ihm und Mary, ey. Krass. Ach. Die hatten ja ein recht schönes Zimmer, Leute. Also ohne Frage. Das ist ja...